Für viele ist der Style von Elvis zeitlos, sowohl was seine Outfits wie auch was seine Musik betrifft. So auch für den Pascal Ellenberger. Seit frühester Jugend bin ich Elvis-Fan. Mit 12 Jahren habe ich meine erste Kassette geschenkt bekommen von den Eltern und von denen hat es mir der Ermo reingenommen. Was mich fasziniert an Elvis, ist er in erster Linie sein Wesen. Er ist ein cooler Typ. Ja, kurzum, über Generationen hinweg ist er ein Idol, er ist ein Held. Zum Elvis im 75. Geburtstag wette Pascal jetzt einmal den Stil von King, wie er ihn in den 1950er Jahren gepflegt hat, in einer alltagstauglichen Version ausprobieren. Der erste Schritt ist die Frisur. Zuerst werden die Haare seitlich ein bisschen gekürzt. Weil der Pascal hellbraune Haare hat, wird er tönig aufgetragen. Das hat Elvis übrigens auch müssen machen, weil er von Natur aus blond war. Wir hatten beim Pascal das Problem, dass die Deckhaare ein bisschen zu kurz waren, für die richtige Elvis-Frisur zu machen. Ich habe durch das nur die Konturen kürzer geschnitten. Am Schluss habe ich es mit dem Föhn getrocknet und schon ein bisschen in Form gebracht und alles mit dem Schäl frisiert. Vor allem das Deckhaar am Oberkopf ein bisschen aufgestellt, dass es ein bisschen in die Elvis-Tolle hineingeht. Dann geht's ab ins Musikstudio. Denn wer King sein will, muss auch singen. Der Elvis ist immer noch ein gefragter Künstler nach wie vor. Und es hat sehr viele Elvis-Imitatoren, die hier im Studio auch ihr Bestes geben können. Pascal gebe ich dir einfach den Tipp, so zu singen, wie er singt. Er hat sehr eine ähnliche Stimme wie der Elvis, also eine ganz weiche Stimme. Das Lied ist im Kasten und der Pascal in Elvis-Stimmung. Jetzt fehlen nur noch die passenden Kleider. Die hat er beim Globus gefunden. Ja, jetzt hat das erste Mal ein etwas lässiges Outfit im Stil von Elvis gewählt. Mit einer coolen Lederjacke. Da haben wir den Kragen so auflegen. Ist recht lässig. Und ein T-Shirt gefällt mir gut. Aber der Elvis hat noch viel eine elegantere Seite gehabt. Und die gehen wir jetzt probieren. Wenn man sich so einen Tag leistet, um seinem Idol ein bisschen näher zu sein, wäre es natürlich schade, wenn man neben den Studioaufzeichnungen, neben den Aufnahmen, ja, nicht würde auch noch ins Fotostudio gehen, um die Erinnerungen nachher daheim können, ja, an die Wange hängen. Der Vergleich mit dem King muss der Pascal jetzt nicht mehr scheuchen. Und auch der obligate Schlafzimmerblick funktioniert schon richtig gut.